Ja, moin aus Hamburg und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Generation E. Ich habe heute wieder ein Video für euch und zwar habe ich mich diesmal wieder ins Zubehör gestürzt. Ich bin ja immer auf der Suche nach dem ultimativen Zubehör und frage mich, warum Tesla das nicht nutzt. Ja, das ist ja ein Riesenmarkt, der sich da bietet und da ist ja auch viel Zubehör dabei, was wirklich, wirklich sinnvoll ist, weil es einfach den Tesla schützt oder eben diverse Möglichkeiten, Annehmlichkeiten, Komfortmöglichkeiten bietet, die Tesla so nicht hat. Aber wie wir wissen, beschränken sie sich erstmal aufs Wesentliche und das ist eben, diese Autos zu verkaufen. Gut, umso mehr Zeit bleibt, um mit meinem Kanalpartner Shop for Tesla euch hier ein paar Sachen vorzustellen, die ich persönlich ausgewählt habe, die ich super finde, die ich jetzt euch mit euch zusammen installiere. Es kommt ein kurzer Werbeblock und dann geht's los. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. So, was gibt's denn heute Schönes? Ich habe mir, Moment, was gibt's denn in der, man muss ja auch mal gönnen können, heißt es, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt. Es gibt unter den Vordersitzen, gibt es Heizungs- und Luftschächte, zeige ich euch gleich. Da verliert sich schon mal der eine oder andere Dreckklumpen oder Steinchen oder sonst irgendwas drin oder im schlimmsten Fall auch Spielzeug und rappelt dann dadurch die Gegend. Warum Tesla das nicht verschließt, weiß ich nicht, aber es gibt dafür diese Dinger hier, die man schön hinten mit Klebestreifen versieht, beziehungsweise die versehen sind und man das dann schön einfach auf diese Dinger klebt. Das zeige ich euch gleich. Dann, dann haben wir als nächstes, das ist gar nicht Tesla-spezifisch, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die kann man für jedes Auto verwenden. Und ich finde sowas immer klasse, weil das sind so flexible Straps, die man hinten, hier, ihr seht das hier schon, das ist im Endeffekt so eine Art Klettvorrichtung, die man im Endeffekt überall da anbringen kann, wo dieses, ja, dieser Teppich, nenne ich ihn mal, wo dieser Innenraumdekor ist, wo man im Endeffekt Sachen anbringen kann. Und ihr seht es, bis zu 35 cm, bis zu einem Gewicht von 2 Kilo könnt ihr da alles fixieren. Es ist elastisch und ich habe eben ganz viel Gedöns, was ich im Auto, was hin und wieder mal hin und her kullert. Allerdings nicht nur hier im Model Y, sondern auch da hinten in diesem unglaublich dreckigen Q4. Und das finde ich richtig mega und da habe ich mir mal 2 Stück von bestellt. Beziehungsweise 2x2, weil in einem Paket sind 2 Stück drin. Zeige ich euch auch. So. Dann. Bam. So, was ist das denn? Ja, was könnte das sein? Auch hier. Klett. Ein Klettsfrau. Zack. Ja, ich mache das mal ein bisschen auseinander. Und so langsam müsstet ihr drauf kommen, was es ist. Richtig, das ist die Abdeckung für die hinteren Rücksitze. Da wir einen Hund haben und ich keinen Bock auf Haare habe. Und vor allen Dingen, um einfach diesen Bereich zu schützen, auch wenn man mal was transportiert, habe ich mir hier diese, das ist auch so ein Kunststoff, der aber ganz weich ist, der aufgeschäumt ist und dann hinten eben auch mit Klett versehen ist und genau eben auf die Rückbank von Model 3 und Model Y passt. Zeige ich euch natürlich auch. Und dann habe ich noch das letzte Thema. Moment, mach mal einen langen Arm. Habe ich euch schon mal gezeigt, habe ich aber noch nicht geschafft anzubringen. Und zwar von Tobifair hergestellt in Deutschland. Die Displayschutzfolie, die habe ich bis jetzt auf allen Autos drauf gehabt, ist mir total wichtig, weil, wie gesagt, gerade mit Kindern und vor allen Dingen einfacher zu reinigen, finde ich es gut, wenn man so ein Ding da drauf hat. Muss jeder selber wissen, aber ich finde, das ist für mich auf jeden Fall ein Muss und deswegen werde ich es jetzt auch mal anbringen. Und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Los geht's! Ja, Leute, guckt mal, das ist genau der Punkt. Hier ist der besagte... ist die besagte Lüftungsöffnung, / Fußraumheizung vorn.
Ja, und was ist da? Da ist nichts drauf. Und jetzt guck mal, hier ist ein saures Gummibärchen, was kurz oder sicher davor ist, sich hier rein zu verewigen. Und hier kann man unendlich reinpacken. Und ja, das wollt ihr nicht wissen, was hier Phase ist, wenn das Ding da reinfällt. Also so gesehen ist diese Abdeckung echt gut und das werde ich jetzt auch mal umgehend ausführen. Ihr seht hier die guten, to be fair, Fußmatten gehen echt weit runter und haben hier auch nochmal eine Kante, damit da nichts rausruppelt. Aber wenn das irgendwo neben diesem Sitz rausfällt und es gibt ja genug Kampfspuren hier von den Kindern, wo man sieht, was sie so alles für Hinterlassenschaften haben, dann hat natürlich so ein Loch, das frisst ja alles, was es kriegen kann. Und da machen wir jetzt mal schnell so ein Gitter drauf. Los geht's. So, wir haben jetzt die Klebestreifen hinten abgezogen. Nein, nicht die Klebestreifen, die Schutzstreifen für die Klebestreifen. Und es passt nur in eine Richtung drauf. Insofern kann man es jetzt drauflegen und dann im Endeffekt andrücken, weil das ist ja das einzige Geheimnis. Das liegt nicht nur daran, wie gut der Kleber ist, sondern auch wie gut es im Endeffekt angedrückt wird, damit im Endeffekt durch dieses Andrücken auch schnell der Kleber seine Haftkraft ausbilden kann. Ihr wisst, was ich meine, ihr seid ja alle Kleberexperten. Und deswegen draufdrücken, ein paar Sekunden verharren und dann dürfte das Thema erledigt sein. Das machen wir jetzt auf jeder Seite. Und dann ist hier auch safe. Keine Gummibärchen mehr, die irgendwo im Wageninneren verschwinden und dann Rappelgeräusche entstehen, die keiner haben will. Die keiner haben will. So. Ist das alles schön fest. Hält super. Das Ding innen drin, dieser Heizungskanal, der ist ein Stück weit flexibel. Nicht, dass ihr euch wundert, dass das so wackelt. Der ist flexibel, weil das ist ja alles nur geklipst hier. Ihr seht, hier kann man unten reindrücken und irgendwelche orangen Sachen berühren, was ich natürlich nicht machen würde. Aber ihr seht, das ist eben von der Verarbeitung her etwas rudimentärer Natur, wenn ich es mal gepflegt ausdrücken darf. Gut. Das machen wir auf beiden Seiten, dann ist das Thema schon mal verarbeitet. So, als nächsten Punkt haben wir hier diesen Rückenschutz, nenne ich ihn mal, der Rücksitze. Ich habe ja auch, ist auch im Shop vor Tesla, habe ich ja auch diesen Lehnenschutz hier angebracht. Ihr seht, dass die Kinder hier dran rumgrabbeln mit dreckigen Händen und auch dreckigen Füßen und das natürlich auch als Stauraum benutzen. Das möchte ich mit den Original-Plastikrückseiten so nicht haben. Insofern ist das hier wirklich erste Wahl. Und das machen wir auch hier für die jeweiligen Rückseiten. Es gibt also für jede Seite so ein Teil und dann nochmal ein Mittelstück. Ich meine, da brauche ich jetzt nicht wirklich mitnehmen, zumal ich da jetzt ein bisschen würgen muss. Weil ja jetzt auch diese, haben wir Licht, ja, weil ja hier auch die von Kleinmetall dieses Hundegitter da rein sticht. Das heißt, hier muss ich jetzt mal ein bisschen wirken. Ich kann die Rücksitzbänke nicht umlegen, weil das wäre eigentlich der richtige Weg. Ihr legt die Rücksitzbank um und dann könnt ihr das Ding hier einfach drauflegen und verkletten. Also ganz einfach. Ich muss jetzt hier ein bisschen geschickter sein und das mache ich mal eben fertig. So, das will ich euch mal eben zeigen. Ich habe jetzt alle damit festgemacht. Ihr seht, das ist recht fester Klett. Passt genau. Mit den Löchern und allem drum und dran. Alles gut. Jetzt kann ich das wieder zusammenpacken und verbinden und dann ist alles schick. Also ein hervorragender Schutz. Passt genau und im Endeffekt das gleiche Material wie hier. Also auch hier schön einheitlich und schick, muss ich sagen. 1-2. So, Freunde, ein Projekt, was ich noch habe, ist auf jeden Fall, ihr seht dieses Gezämmel hier, ich brauche eine vernünftige Kofferraumabdeckung. Das ist ein Gewürge, das ist echt, das ist schlimm, hässlich. Also es ist eine Behelfslösung, aber ich habe keinen Bock auf so ein langanhaltendes Provisorium. Insofern muss das ein bisschen schöner werden, aber es geht um diese Dinger jetzt hier, um diese Stay-Hold-Straps. Und überall, wo dieser Teppich hier ist, kann man die super benutzen, um irgendwas zu arretieren. Also ich werde zum Beispiel, und es funktioniert wie folgt, man hat auf beiden Seiten diese Dinger hier.
und kann eben hier auch noch fixieren. Das heißt, wir machen es so rum dran. Eine Seite zum Beispiel so und eine Seite so. Zack. Jetzt kann man hier tatsächlich was drin festmachen. Man kann das natürlich auch, ihr merkt, das ist richtig fest. Man kann das auch so machen. Hat dann hier hinter, kann man entweder als Seiteninstrument nehmen mit nur einer Seite. Aber ich habe ja mehrere davon. Und hier kann man es dann im Endeffekt wieder abziehen und neu fixieren. Finde ich, ist mega. Hält, Bombe, sieht gut aus. So, und davon mache ich hier mal zwei rein. Ja. Hier noch eins, um da vielleicht auch mal eine aufrecht stehende Flasche Waschmittel zu fixieren. So, dann ist das alles schick. Muss ich auch noch mal durchsaugen hier vor Weihnachten. Meine Güte, was ein Lotterleben. Und dann nehmen wir den Rest, die andere Verpackung, schön für ein Audi. Was haltet ihr davon? So rum. Ich finde es mega. Funktioniert super, ist nicht teuer. Wenn ihr noch Rest vom Weihnachtsgeld habt oder Geld bekommen habt, schaut doch mal im Shop von Tesla vorbei. Ich glaube, da findet man was. Ziemlich gut. Neue Produkte sind da und es kommen immer welche nach. Schaut da einfach mal rein. Jutti, jetzt kommt der letzte Streich, die Displayschutzfolie. Wie gesagt, wir bringen das Ding jetzt hier an. Dazu gehen wir mal auf das Display, Displayreinigungsmodus. Und ihr seht, yeah. Sieht nicht so gut aus. Erstmal sauber machen. Dafür nehmen wir Isopropanol zum Fettlösen für die Scheiben und zack, zack. Das ist top, funktioniert mega und sorgt eben auch dafür, dass da kein Fettbestandteil, Rückstand mehr auf dem Display ist. Damit das auch schön ohne Bläschen und gut hält. So. Mal gucken, ob das alles weg ist. Sieht soweit ganz gut aus. Ja, man sieht schon länger nicht mehr gereinigt worden. Aber kurz vor Weihnachten ist das doch der richtige Zeitraum dafür. Dann machen wir noch das Ding hier ab. Zeige ich euch noch in einem anderen Review. Und zwar ist das ja die Halterung für das Handy-Ladegerät inklusive dieser Tasche, nenne ich es mal, für die Sonnenbrillen, was einfach oben drauf gesteckt wird. Aber da man ja jetzt die Displayschutzfolie oben drauf macht, sollte das ein vernünftiger, sollte man da nicht irgendwas oben noch im Weg haben. So, und jetzt bringe ich das mal eben an, dafür brauche ich aber beide Hände, Freunde. Ihr seid gleich wieder dabei. Alles gereinigt. Ich habe jetzt oben ein Stück abgezogen, wie ihr seht. Dann oben angepasst, sodass es da überall bündig ist, oben wie an der Seite. Und dann kann man die Rückseite, also sprich die Schutzträger, sage ich mal, oder Trägerfolie, wie man sie auch nennen will, abmachen. Und dann mit einer Ladekarte oder einem Plastikkartspatel oder was ihr habt, kann man dann die Luftblasen, die da noch vorhanden sind, rausstreichen. Das machen wir jetzt noch mal eben und dann sind wir damit auch durch. So, Ladekarte. Nehmen wir mal die gute Elli. Dann können wir hier nämlich schon mal anfangen und feststellen, da sind Luftblasen, die mal rausdrücken. Die ersten mache ich mal so mit dem Finger raus. Die größeren, so. Es geht wie verrückt. Alles gut. So. Und so. So. Alles rausgedrückt. Zack. So, dann drücken wir das auch nach unten. Zack. Nehmen die restliche Trägerfolie raus. So. Und streichen jetzt zum Rand und nach unten gleichmäßig aus, damit die restliche Luft rausgeht. Das geht ziemlich gut. So. Jawohl.
Jawohl, jawohl. Das Gute ist, man kann es echt kaum sehen, weil es wirklich von Haus aus schon nur ganz wenig Bläschen gibt. Und die sind hier eben am Rand, logischerweise. So, zack, zack. Da muss man sich schon sehr anstrengen, um die zu sehen. Und wenn das Display warm wird, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch noch ein paar verschwinden. Auch wenn das jetzt nicht auf einem Wasserfilm angebracht ist. So, ich gucke mal gegen das Licht. Das sieht ein bisschen blöder aus, was ich hier mache. Aber ihr wisst ja, besser vorbeugen als heilen. Vorbeugen mache ich gerade. So. Ach, fantastisch. Ja, ich bin total begeistert. Funktioniert, keine Blasen. Wirklich schön, schöne Ränder. Passt hundertprozentig, hundertprozentig. Klasse. Gut, heißt also jetzt, halt erstmal Ladekarte wieder vorschriftsmäßig verstauen. Ich habe mir extra für, da meine Frau ja auch manchmal lädt, habe ich mir extra Ladekarten hier in so ein kleineres Etui gepackt, damit die Ladekarten quasi nach Priorität sortiert sind. Welche im Endeffekt als erstes benutzt wird, welche danach und welche danach. Und dann gibt es noch die New Motion, mit alle Stricke reißen. Ja, natürlich hier meine Visitenkarte, Generation E. Finde ich gut. Gibt's irgendwo im Internet. Ist schon, habe ich schon seit 3 Jahren, kann ich euch nicht mehr sagen, woher, aber gibt es. Hier auch noch mal kurz drüber. Ich habe ja jetzt viel drauf rumgegriffelt. Machen wir das auch noch mal schön sauber. Zack. Oh, Leute, es sieht super aus. Es ist, jetzt machen wir das Ding wieder drauf. Man braucht da jetzt auch keine 24 Stunden warten, bis man da wieder irgendwas mitmachen darf. Zack, das Ding wieder da drauf. Hundertprozentig. Und jetzt können wir hier auf Beenden drücken und haben hier wieder auch noch mal mit normalem Licht betrachtet, sag ich mal, das perfekte Ergebnis. Also, ich mache nur Werbung für Sachen, von denen ich auch wirklich überzeugt bin. Das meine ich bitter ernst. Und ich hatte in dem letzten Model Y schon so ein Ding. Das Ding hier kann ich echt empfehlen. Das ist hier eine Schutzfolie und kein Glas. Bei dem Glas im Model Y, das war auch super, aber wenn das springt, da kriegt man erst einen Todschrecken. Ne? Das springt nämlich auch, wenn man hier irgendwo an die Kante kommt, dann ist da eine Macke drin. Das wird hier nicht passieren. Hier geht die Folie ein Stück mit und das finde ich tatsächlich besser. Zumal sie auch berührungssensitiver ist, wenn man jetzt hier irgendwie drauf rumfuddelt. Das war bei der anderen ein klein bisschen träger. Ja, also Träger im Sinne von nicht systemisch, sondern man hat gemerkt, man muss da schon flächiger draufpacken, damit was passiert. Hier kann man ganz normal weiter rummachen. Gut, so viel dazu. Ja, Leute, das waren meine Zubehörartikel die letzten Zubehörartikel für dieses Jahr, für das Jahr 2022. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. Ich bin da echt kritisch und suche mir die wirklich sehr, sehr sorgfältig aus und probiere es auch aus und schicke es notfalls auch zurück, wenn es wirklich nicht gut ist, weil ich möchte hier wirklich gute Sachen haben. Tesla könnte sich hier dumm und dusselig verdienen bei dem Zubehör, was man hier tatsächlich verbauen kann und was die Leute auch wollen, aber so werden es eben andere, unter anderem eben mein Kanal Partnershop for Tesla. Schaut gerne mal rein. Ja, ich weiß, Werbung, aber Werbung muss auch sein, um das alles hier finanzieren zu können. Ich hoffe und weiß, ihr habt dafür Verständnis und ihr wisst ja, es gibt 10% Rabatt, wenn ihr mit dem Code Generation-E, alles groß geschrieben, dort einkauft. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das haben euch die Informationen ein bisschen genutzt und ja, es ist morgen Heiligabend. Ich haue weiter Videos für euch raus und bin froh, wenn ihr hier auf meinem Kanal mir gewogen bleibt und sage bis bald, passt auf euch auf. Es kommt sicherlich noch ein Video vor Weihnachten. Insofern bis bald, euer Frank vom Kanal Generation E. Tschüss.